Mein Name ist Kate Malaike. Ich darf Sie als Moderatorin durch diese Zoom-Tagung heute begleiten. Und diese Tagung hat auch ein großes Ziel, denn weil die Situation so alarmierend ist, soll sie am Ende ein Bundesforderungspapier verabschieden, das in individualisierter Form auch als Landesforderungspapier ein Zeichen in die Politik senden soll, das eben nicht misszuverstehen ist. Möglichst soll eben mehr Musik in die Schule. Musikunterricht in deutschen Grundschulen muss gestärkt werden. Jedes Kind sollte Recht auf diese musikalische Bildung erhalten. Dafür braucht es aber bestimmte Rahmenbedingungen, das wissen wir alle, die eben die Politik schaffen muss. Und wir haben dazu auch entsprechende Gesprächsgäste. Die Forderungspapiere sind in den Entwürfen bereits auf dem Tisch. Wir werden im Laufe dieser Tagung sozusagen den Feinschliff herstellen. Das passiert unter anderem in den Ländergruppen zum Beispiel. Das Bundesforderungspapier gucken wir uns dann zum Schluss im Gespräch noch etwas näher an und werden es dann auch kennenlernen. Und weil wir in einem Tagungsformat unterwegs sind, mit dem vielleicht der ein oder andere von Ihnen in den letzten Wochen und Monaten sehr viel zu tun hatte, sagen wir vielleicht an der Stelle noch mal ganz deutlich: Zoom ist super praktisch, bringt uns heute zusammen, was uns sehr freut. Aber es hat einen kleinen Nachteil. Es reagiert nämlich extrem auf Geräusche. Deshalb werden jetzt alle Mikrofone stumm geschaltet, weil wir eben genau das vermeiden wollen. Das ist sehr schade, aber es ist dem Format geschuldet. Trotzdem sind wir natürlich herzlich froh über Ihre Anmerkungen und Anregungen zu den Gesprächsrunden, aber auch zu den Forderungspapieren. Und deswegen gibt es eine extra Chatfunktion, die kennen Sie sicher bei Zoom. Und Ute Welscher von der Bertelsmann Stiftung hat netterweise die Aufgabe übernommen, alle Ihre Anregungen zu sammeln. Und wir werden sie dann in Gelegenheiten, in den Möglichkeiten, die wir haben, einstreuen und Sie dadurch zu Wort kommen lassen. Und noch eine Bitte, bitte bleiben Sie immer online. Jeder von uns hat zwischendurch immer mal was zu tun. Wir hoffen natürlich, dass wir Sie in den nächsten Stunden bannen können und konzentriert dabei halten können. Aber falls Sie zwischendurch was anderes machen, sollten oder müssen, seien Sie so gut, bleiben Sie bitte im Meeting, weil sonst funktioniert nachher die automatische Umleitung zu den Ländergruppen nicht. Wenn Sie sich neu einwählen, würde das nicht funktionieren. So, und ich glaube, der Zustand, in dem sich der Musikunterricht im Moment befindet, darf auf keinen Fall so bleiben. Das findet sicher auch der Präsident des Deutschen Musikrates, Professor Martin Maria Krüger. Grüß Sie, Herr Krüger. Grüß Gott. Wir haben jetzt ein paar Grußbotschaften gehört. Wir wollen natürlich von Ihnen auch noch ein paar einstimmende Worte zur Tagung heute. Die Tagung, die Studie und auch die Handlungspapiere sind ja was ganz Besonderes, auch für Sie im Deutschen Musikrat. Warum eigentlich? Deshalb, weil hier eine ganz einzigartige Zusammenarbeit stattgefunden hat und nur die konnte möglich machen, was jetzt geschehen ist, dass wir nämlich nach Jahrzehnten des sozusagen nicht grundierten Klagens über den allen bekannten Mangel an überhaupt Musikunterricht und erst recht qualifiziertem Musikunterricht in Grundschulen, wir jetzt zu einer validen Datenlage kommen konnten. Und das ging nur mit Hilfe der Bertelsmann Stiftung, die dort ja auch Neuland betreten hat, denn sie war tatsächlich bereit, ein Projekt, das aus den Musikräten an sie herangetragen wurde, zu finanzieren und nicht unmittelbar nur selbst durchzuführen. Wir danken dafür wirklich der Bertelsmann Stiftung sehr. Und gleichzeitig zeigt es die Einzigartigkeit, ja, die gegeben ist im Deutschen Musikrat, dass nämlich wir diese föderale Aufstellung haben, die ja unserer Bildungs- und kulturhoheitlichen Struktur in Deutschland entspricht seitens der Länder, nämlich dass alle Landesmusikräte und ihre Konferenz mit dem Deutschen Musikrat und eben Bertelsmann zusammengewirkt haben. Ich danke natürlich auch den Wissenschaftlern, die das betrieben haben. Und wir haben damit jetzt eine Grundlage, um politisch zu handeln, ohne dass man uns ständig vorhält, ihr könnt das ja alles nicht beweisen. Oder möglicherweise auch gegeneinander ausspielt. Die Studie konzentriert sich ja spezifisch auf den Grundschulbereich. Sehen Sie nur da Probleme? Also, wir sehen zwar nicht nur da Probleme, man muss aber ganz klar sagen, sie sind dort erstens am größten und zweitens ist der Grundschulbereich im Grunde genommen am wichtigsten, was jetzt die Musik angeht. Das heißt, die größten Probleme bestehen ausgerechnet dort, wo die Problematik wo es am wichtigsten wäre, dass es keine Probleme gäbe. Denn es ist die einzige allgemeinbildende Schulart, die ebenso wie der Grundschulbereich oder Vorschulbereich alle Kinder erreicht.
Und gleichzeitig ist es die Lebensphase, in der Kinder entscheidend musikalisiert werden, wo die Sozialisierung im Bereich Musik erfolgt. Das weiß man. Und übrigens auch die Ausbildung des Gehörs. Von daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass gerade im Bereich der Grundschulen jetzt wirklich endlich Impulse geschehen, die dazu führen, dass jedes Kind regelmäßig einen qualifizierten und ich sage mal dazu einen inspirierenden Musikunterricht erhält. Diese Tagung soll ja am Ende ein Handlungs- bzw. Forderungspapier eben formulieren, das zeigen soll, wie dringend jetzt wirklich Handlungsbedarf besteht. Das kann nur erstmal jetzt die Politik auch richten. Was erhoffen Sie sich davon? Ja, meine, wir erhoffen uns davon, dass die Politik uns jetzt wirklich zuhört, dass auf die schon oft geführten Sonntagsreden jetzt auch ein Montags- und Dienstags- und Mittwochshandeln erfolgt. Und dass angesichts dieser ganz klaren Grundlage auch niemand mehr versucht, sich da herauszureden, dass etwas getan werden muss. Das kann also eine Chance sein, zum Beispiel für die nächste Kultusministerpräsidentschaft, die ja aus Brandenburg kommt. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen müssen wir ehrlich sagen, wir haben ja in Brandenburg mit der Vorsitzenden unserer Konferenz der Landesmusikräte Ulrike Liedtke auch die dort amtierende Landtagspräsidentin, die ja auch weiterhin im kultur- und bildungspolitischen Bereich sehr aktiv ist. Also wir hoffen uns natürlich, dass in diesem Land Brandenburg jetzt viele so an einem Strang ziehen, dass sie den Funken auf die anderen Bundesländer überspringen lassen können. Und ich möchte ausdrücklich sagen an dieser Stelle noch, das darf man sagen, dass wir bedauern, dass ein großes, sich auf seine Kultur und Bildung sehr viel zugute haltendes Land wie Bayern sich an dieser Studie nicht so beteiligt hat. Und erlauben Sie mir noch einen allerletzten Satz. Es ist natürlich verheerend, dass ausgerechnet die Mercator-Stiftung, die so viel auf ihren Rat für kulturelle Bildung hielt, vor kurzem jetzt erklärt hat, sie betrachte dieses Kapitel als positiv erledigt und wende sich anderen Ufern zu. Wie man zu einer solchen Einschätzung gelangen kann, ist uns schlicht und einfach schleierhaft. Dankeschön, Martin Maria Krüger, für die einführenden und auch nochmal unterstreichenden Worte seitens des Deutschen Musikrates. Und danke auch übrigens Ihnen und Ihrem Team dafür, dass Sie diese Tagung auch möglich machen. Das muss man ja an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen. Wir wollen das jetzt weiter diskutieren mit zwei Menschen aus der Lehrergewerkschaft und aus dem Forschungsbereich. In Berlin dürfte uns zugeschaltet sein Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des Lehrerverbandes VBE. Hallo, Herr Beckmann, grüß Sie. Hallo, ich grüße Sie. Da sehen wir Sie. Und in Paris erreichen wir Andreas Schleicher, den Bildungsdirektor der OECD. Guten Tag, Herr Schleicher. Guten Tag. Leider haben wir nicht mit dabei. Das war ursprünglich so vorgesehen und hätten wir natürlich auch gerne gehabt. Die Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas musste leider kurzfristig absagen, weil sie andere Verpflichtungen hatte. Deswegen jetzt in dieser beiden Zweierrunde sozusagen nochmal auch die Aufforderung an die Teilnehmer, gerne Anregungen zum Papier oder auch zum Thema an die Ute Welscher von der Bertelsmann Stiftung zu schicken. Darüber erfahren wir dann, was Ihnen so ein bisschen auf der Seele brennt und werden das versuchen einzubinden. Herr Schleicher, Lehrermangel, fachfremdes Unterrichten, das kennen auch andere Fächer, sage ich jetzt mal. Mathematik, Englischlehrer kann man danach auch gut fragen. Was hat Sie denn an dieser Studie am meisten erschreckt? Also insgesamt, denke ich, ist diese Studie wichtig. Sie schafft zum ersten Mal wirklich eine Datengrundlage, wie es um den Musikunterricht bestellt ist. Sie hebt auch den Stellenwert, denn es geht ja, Musik ist die Grundlage für Kreativität, für auch viele soziale, emotionale Kompetenzen, das wird herausgestellt. Die Studie in meinen Augen bringt es zu stark in Verbindung mit Personalmangel. Ich glaube, Musik fördert Kreativität, aber ich glaube, es ist auch Kreativität gefragt, wenn man Musikunterricht leisten will. Es gibt sicherlich viele fantastische Musiker in Deutschland, die sich in vielfältiger Weise einbringen können und vielleicht auch wollen. Das Klassenzimmer ist nicht der einzige Platz, wo man lernen kann. Also ich glaube, da muss man eine Vielfalt und was für mich am wichtigsten ist, dass Musik einen entsprechenden Stellenwert bekommt in der Schule und gerade in der Grundschule. Es wurde gerade gesagt, das ist die Lebensphase, wo dort die entsprechenden kognitiven, sozialen, emotionalen Grundlagen gelegt werden. Und das, denke ich, kommt in dieser Studie gut zum Ausdruck. Sie schafft wirklich eine Grundlage, dies einmal sachlich zu diskutieren. Das wollen wir vielleicht auch ein Stück weg versuchen. Wie gesagt, am Ende der Tagung sollen ja die Forderungspapiere dann für die Politik auch stehen.
Herr Beckmann, Lehrermangel, Fachlehrermangel, so will ich das nochmal spezifischer benennen, ist ein Riesenthema in Bildungsdeutschland seit, weiß ich nicht, im Grunde solange ich denken kann. Jetzt verschärft sich aber offenbar die Situation durch Corona nochmal. Wie kommt es eigentlich bei Musik so weit kommen, wie es jetzt gekommen ist? Was ist Ihre Erklärung dafür? Ja, wir haben ja schon, wie Sie richtig sagen, seit langer Zeit das Thema Lehrermangel. Und wenn es dann in den Schulen darum geht, zu gucken, welcher Unterricht muss zwingend stattfinden und welcher Unterricht kann vielleicht nicht stattfinden, dann geht man natürlich am wenigsten an die Kernfächer, an Deutsch, Mathematik, Englisch, die auch dann später bei Leistungstests eine Rolle spielen, sondern man geht dann eher in den künstlerischen, musischen Bereich oder zum Teil auch an das Fach Sport heran und kürzt diese weg, um die Lehrer eben anders einsetzen zu können. Und ich glaube, es ist nicht nur eine Frage der Politik, wie man mit dieser Situation, so wie sie jetzt in der Studie dargestellt worden ist, also ich habe das auch in diesem Ausmaß nicht vermutet. Es war mir klar, dass wir da einen Lehrkräftemangel haben. Von daher bin ich sehr dankbar für diese Studie. Sondern ich glaube, wir müssen auch in der Gesellschaft, auch bei den Eltern noch mehr ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig es ist, dass diese Fächer eben nicht unter den Tisch fallen, sondern stattfinden, auch gerade in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung. Also die Vorredner haben ja schon immer wieder ins Feld gebracht, diese Themen Kreativität, kritisches Denken, emotional-soziale Bindungen. Und von daher glaube ich, brauchen wir ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein, wie wichtig das ist, gerade bei kleinen Kindern dies grundzulegen, was sie vielleicht dann ein Leben lang positiv begleitet. Ja, jetzt haben wir natürlich vorhin schon von Herrn Dräger gehört, dass es die eine Maßnahme, um die Situation zu verändern, nicht gibt. Ich glaube, das teilen alle Teilnehmenden und alle Zuhörenden und Mitgestaltenden. Lassen Sie uns doch vielleicht ein bisschen homöopathisch vorgehen. Was könnte man denn als akute Sofortmaßnahme möglich machen, Herr Schleicher? Was denken Sie, kann man, Sie haben vorhin schon die Quereinsteiger so ein bisschen durchblicken lassen. Ist das für Sie jetzt das Maß, um eben akut zu helfen? Also ich glaube, wichtig ist, dass zunächst einmal im Lehrplan die Musik eine ausreichende Bedeutung, eine gute Bedeutung bekommt. Ich denke, das muss irgendwo in der Intention festgehalten werden. Das kann man von heute auf morgen machen, dass das eben nicht irgendwo ein Zusatzfach oder eine außerkurrikulare Aktivität ist, sondern wirklich Kernbestand von Bildungsprozessen. Der zweite Punkt ist, und ich glaube, ja, man klagt in Deutschland sehr viel über Lehrermangel. Ich muss sagen, aus vergleichender Perspektive, das Schüler-Lehrer-Verhältnis ist in Deutschland relativ günstig. Das ist also eher eine Frage, wie wir Ressourcen verteilen, wie wir diesen Beruf auch vielleicht nicht nur finanziell attraktiv gestalten, sondern intellektuell attraktiver gestalten, bessere Unterstützungssysteme schaffen. Das lässt sich sicherlich nur mittelfristig machen. Was man jetzt aber kurzfristig machen kann, ist wirklich die Verbindung zur Welt aus der Schule stärken. Also ich glaube, ich halte es auch für problematisch, wenn jetzt eine Fachkraft in Mathematik Musik unterrichtet. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Das sind nicht die richtigen Quereinsteiger. Auf der anderen Seite denke ich wirklich, es gibt viele Bereich im Bereich Musik in der Welt, die wirklich die Kinder begeistern können für die Musik. Das geht ja nicht nur um das Fachliche, es geht auch wirklich um die Begeisterung für die musische Welt. Und da denke ich, das Bildungssystem ist immer gut, die Schulen sind immer gut darin, Schüler drin zu halten und den Rest der Welt draußen. Und ich glaube, gerade im Bereich der Musik kann man so viele wichtige und gute Verbindungen schaffen zum Lernen außerhalb von Schule. Und ich denke, da kann man ansetzen. Okay, das wären jetzt, sagen wir mal, entweder die Kontakte zu den Profimusikern, da gibt es ja auch schon ein paar Ansätze mit kreativen Pausen, wo zum Beispiel Orchestermusiker, die im Moment keine Vorstellung haben, aufgrund von Corona eben in Grundschulen gehen, aber Herr Beckmann, da zucken Sie ja wahrscheinlich so ein bisschen, also ob der absoluten Behauptung von Herrn Schleicher gerade, dass die Welt in der Schule gerne außen mal so ein bisschen außen vor bleibt. Wir wissen ja zum Beispiel, dass die Lage in den Musikschulen auch nicht wirklich viel besser ist. Gerade erst haben ja die Lehrkräfte demonstriert gegen prekäre Bezahlung. Ja, ich denke, wenn wir den Blick auf die Schule richten, dann müssen wir sicherlich feststellen, ich denke, da widerspricht mir Herr Schleicher nicht, dass ein guter Musiker noch nicht gleichzeitig auch ein guter Pädagoge ist. Und ich glaube, es ist auch hier wichtig, auch das, was ja auch immer wieder betont wird in den vorliegenden Papieren, dass wir gut ausgebildete Musikpädagogen haben.
wenn wir auf die Situation gucken, werden wir das sicherlich nicht von heute auf morgen lösen können. Also werden wir, wie mit dem viel besprochenen Quer- oder Seiteneinstieg, schon arbeiten müssen. Aber wir müssen dann natürlich auch gucken, dass diejenigen, die hereinkommen, entsprechend pädagogische Fortbildung erhalten, damit das auch in den Schulen professionell umgesetzt werden kann. Ich sehe die Verzahnung mit außerschulischen Lernorten für die Grundschule insbesondere dadurch gegeben, dass wir ja auch vermehrt den Ganztag an Grundschulen haben. Und wir haben ab 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztag. Ich glaube auch, dass das nochmal eine Chance ist, mehr musische, künstlerische Aspekte in die Schule hineinzuholen oder Schule mit diesen außerschulischen Lernorten zu verbinden. Das ändert aber nichts daran, dass wir das Augenmerk darauf richten müssen, dass wir ein großes Defizit in diesem Bereich an originär ausgebildeten Lehrkräften haben und dass hier dringend Nachholbedarf ist. Das heißt, wir brauchen hier neben dem Angeboten in der Fort- und Weiterbildung vor allen Dingen auch die Ausweitung der Studienkapazitäten. Das ist richtig. Tatsächlich, wenn in der Studie ist ja beschrieben, dass für die bundesweite Abdeckung 40.000 Fachlehrer fehlen würden oder fehlen, das macht man ja nicht einfach mal so über Nacht. Also wie kann dieser Aufbau an Kapazität denn erfolgen? Sollte dazu aus Ihrer Sicht ein Sofortprogramm von Bund und Ländern zum Beispiel geschlossen werden? Naja, wenn wir den Bund mit reinholen, dann wissen wir, dann sträuben sich bei manchen Ländern gleich die Nackenhaare. Also von daher, glaube ich, ist es erstmal eine Aufgabe der Kultusministerkonferenz, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen und gemeinsam einen Plan zu entwickeln, wie man dies schrittweise löst. Wir wissen ja, dass wir lange Zeit die Situation hatten, dass die Länder oder einige Länder zumindest nicht einmal für ihren eigenen Bedarf ausgebildet haben, also nicht genügend Studienkapazitäten haben. Da ist man jetzt dabei, das hochzufahren, weil man sieht, das funktioniert so nicht mehr. Und in diesem Kontext, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man eben nicht guckt, dass man nur in den MINT-Fächern ausbildet, sondern dass man auch guckt, dass man in dem Bereich zum Beispiel Musik genauso gut zusätzliche Kapazitäten schafft und ausbaut. Also für mich ist zuerst die Kultusministerkonferenz gefordert. Und der Bund ist ja immer gerne gesehen, wenn er zusätzlich finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Das ist immer gut. Aber die originäre Aufgabe liegt in den Ländern, die ja für sich den Anspruch erheben, für die Bildung zuständig zu sein. Ja, wir kriegen gerade über die Chatfunktionen auch so die ein oder anderen Rückmeldungen schon mal. Und da ist das Thema Weiterbildung, Herr Beckmann, auch ein ganz, ganz großes Thema, Fortbildung eben auch. Also nicht nur dahin zu gucken, das ist sicher eine Maßnahme, zu sagen, wir brauchen mehr grundständige Musiklehrer, wir brauchen eine Kampagne, wir brauchen eine bestimmte Awareness, natürlich auch Stellen, die dann am Ende winken, damit ein guter Unterricht verlässlich gestaltet werden kann. Wie sieht es denn mit der Fort- und Ausbildung aus? Also zum Beispiel von Quereinsteigern, da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben wahrscheinlich, ne? Naja, da haben wir ja insgesamt Luft nach oben. Wenn wir in die Länder gucken, wie mit Seiteneinstieg umgegangen wird, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben sehr unterschiedliche Verfahren in den Ländern. Es gibt einige Länder, in denen die Kolleginnen und Kollegen, die dann in die Schulen kommen, vorqualifiziert werden. Andere werden, nachdem festgestellt worden ist, dass man sie gebrauchen kann, gleich am nächsten Tag vor die Klasse gestellt. Also ich glaube, auch hier bedarf es Konzepte. Und bei denjenigen oder für diejenigen, die bereits in der Schule sind, das vielleicht nicht studiert haben, es aber bereits machen seit einigen Jahren, denen muss man halt Angebote im Fortbildungsbereich machen. Und da fehlt staatlicherseits im staatlichen Fortbildungsangebot aus meiner Sicht eine Vielzahl an qualifizierten Angeboten. Also ein ganz schön dickes Brett, was wir da bohren müssen. Aber irgendwann muss man ja auch mal anfangen und jetzt scheint höchste Not zu sein. Herr Schleicher, Sie haben vorhin eine Lanze gebrochen oder habe ich das falsch verstanden für Musik als nationalen Bildungsstandard? Ja, absolut. Ich denke, was irgendwo später nicht berücksichtigen wird, auch in der Bildung keine Beachtung finden oder nicht ausreichend Beachtung finden. Ne? Wir hätten das Problem, über das wir diskutieren, nicht nie im Bereich Mathematik, ne, oder Deutsch. Ne? Das haben wir im Bereich Musik und das sagt an sich schon sehr viel aus. Ne? Und ich denke, das ist schon wichtig, dass das wirklich, wie gesagt, in den Curricula
in den Lernzielen, auch in den Bildungsstandards fest verankert wird. Und zwar nicht nur als Lernfach, sondern auch irgendwo ein Fach, wo man wirklich Praxis üben kann. Und schauen Sie sich mal an, die große Stärke Deutschlands liegt ja gar nicht so sehr in der Schule, sondern im Bereich der dualen Berufsausbildung, wo man Lernen und Praxis integriert. Na, da kann sich im Grunde im Bereich der Musik, da könnte man sich ein gutes Stück von abschneiden, wie man dort auch im berufsbildenden Bereich sehr erfolgreich ist. Menschen aus verschiedenen Bereichen mit verschiedener Expertise gemeinsam an der Bildung junger Menschen zu beteiligen. Und ich denke, da kann die Schule lernen. Was Herr Beckmann schon gesagt hat, die Weiterbildung ist ganz, ganz entscheidend. Da hinkt Deutschland enorm hinterher. Ich glaube auch, in Zukunft. Die Erstausbildung kann einfach Menschen nicht vorbereiten auf ein Leben, eine Berufswelt, die sich dramatisch verändern wird, jeden Tag. Jetzt diese Corona-Pandemie hat das ja gezeigt. Ne? Im Grunde muss im Grunde die Schule Ort sein, wo nicht nur Schüler lernen, sondern wo alle Möglichkeiten zum Lernen haben. Und Lehrer in Deutschland haben zu wenig Zeit, zu wenig Raum und vor allen Dingen zu wenig Unterstützung, weiterzulernen. Und dieses Berufsfeld muss attraktiver ausgestaltet werden. Einfach mehr Studienplätze schaffen, bringt wenig, wenn sie nicht die geeigneten Bewerber finden. Das geht wirklich, das Erste muss sein, dieses Feld viel attraktiver zu machen. Aber ich glaube, wirklich mehr Kreativität, mehr Flexibilität, mehr Offenheit, mehr Zusammenspiel zwischen Musik und Pädagogik. Das müsste ja nicht jeder alles miteinander vereinen. Man kann im Grunde Menschen zusammenbringen aus verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven und dann viel verändern, denke ich. Tatsächlich läuft das auch gerade in der Diskussion, die im Chat hier mitläuft, dass die Attraktivität des Berufsbildes nochmal unterstrichen wird, aber eben eher negativ zur aktuellen Lage, nämlich, das hat ja vorhin schon angedeutet, prekär beschäftigte Musikschullehrkräfte und eben ja immer weniger Musikschullehrer an den deutschen Schulen. Das ist so ein bisschen was wie ja, eigentlich ein Aufgeben eines ganzen Feldes. Ich will mal nicht hoffen, dass es so weit kommt. Also wir wollen das alle nicht hoffen, aber das ist natürlich nicht besonders attraktiv, um Lehrkraft in diesem Bereich zu werden, oder, Herr Schleicher? Ja, aber wie gesagt, da sind wir am Anfangspunkt. Wenn das irgendwo als Randbereich gesehen wird, als zusätzliches Fach, als außerkurrikulare Aktivität, dann wird das natürlich nicht die Menschen anziehen, die wirklich was bewegen wollen. Wenn auch die Schüler wissen, oh, hier muss ich mich gar nicht vielleicht so anstrengen, das zählt ja nicht. Ne? Ich glaube wirklich, wir müssen uns mehr darüber Gedanken machen, was sind die Fähigkeiten, die junge Menschen in Zukunft brauchen. Ne? Und natürlich sind Mathematik, Naturwissenschaften wichtig, aber es geht eben sehr stark um Kreativität, Initiative ergreifen. Wie kann ich im Grunde Resilienz, nennen wir das alle heute, ne? Auch mit Fehlern umgehen, gemeinsam mit anderen Menschen gehen, gruppenbasiertes Problem lösen. All das sind Bereiche, die wir im Bereich der Musik wirklich herausragend entwickeln können. Dafür muss ein Bewusstsein, was wollen wir erreichen? Und dann müssen die Fächer auch eine entsprechende Bedeutung bekommen. Diese Diskussion gibt es im Übrigen in vielen Staaten der OECD. Und ich kann sagen, dass in den letzten 10 Jahren kreative Fächer an Bedeutung gewonnen, nicht verloren haben, so wie das leider in Deutschland ist. Beckmann, die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich gestalte die Grundschulsituation so, wie wir sie jetzt gerade optimal beschrieben haben. Und dann kommt der Cut zu den weiterführenden Schulen und es wird nicht weitergeführt. Dann macht das ja eigentlich auch keinen Sinn. Heißt, das, was man für die Grundschulen denkt, muss man eigentlich für die weiterführenden Schulen und dann zum Beispiel auch für Leistungskurse Musik, dann eben für die Lehramtsstudierenden, die Musik wählen oder eben auch für die Musiker zum Beispiel, die das dann später beruflich machen wollen in den Orchestern unseres Landes. Da muss eigentlich ein Weiterführen ja gleich mitbedacht werden, oder? Ja, das sehe ich ganz genauso. Also das wurde ja eingangs schon gesagt, in der Grundschule, das ist übrigens Teil des Lehrplans in der Grundschule, das wird das Grund gelegt, das ist richtig, aber es darf eben kein Bruch sein, sondern das, was wir als positive Effekte angesprochen haben, also dieses Thema Kreativität, kritisches Denken, das hat natürlich auch die Bedeutung in den weiterführenden Schulen. Und wenn wir die jungen Menschen auf den Weg gebracht haben, dass sie auch entdecken, dass sie gerade in diesen Bereichen besondere Fähigkeiten haben, wäre es ja schade, wenn wir das in den weiterführenden Schulen dann wieder verschütten würden. Und ich glaube, dass es eben genau so, wie Sie es gerade gesagt haben, wichtig ist, dass es hier eine Fortsetzung in den weiterführenden Schulen gibt. Und es wurde ja eingangs auch deutlich gemacht, wie wichtig es ist für die kulturelle Teilhabe von Kindern, die aus bildungsfernen Familien kommen, dass sie die Möglichkeit haben,
über Unterricht in Musik, in Kunst, andere Fähigkeiten bei sich zu entdecken und auch für sich vielleicht zu entdecken, was ihnen Spaß macht, was für sie wichtig ist. Und das muss durchgängig sein, vom ersten Tag in der Schule an bis zu dem Tag, an dem man die Schule verlässt. Und eigentlich ist es, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt auch, dass wir den Fokus auch ein bisschen mehr noch in Richtung Kitas lenken. Auch hier ist es wichtig, genau wie in den Fragen die Sprache auch, dass hier die ersten Grundsteine gelegt werden. Also auch das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Heißt, verstehen wir Sie richtig, dass im Grunde die Entscheidung, dass Musik eher ein Streichkonzert wird, um mal dieses Bild zu verwenden, ist eigentlich eine falsche Entscheidung von Erwachsenen, die Bedeutung nicht verstehen, zu Kosten der Entwicklung der Kinder? Also wenn Sie über die Streichung sprechen, ist das der Druck, unter dem dann die Schulleiter stehen. Welchen Unterricht lasse ich ausfallen? Und ich habe es eingangs schon gesagt, dann stehen Prüfungen an in den Kernfächern und dann wird natürlich alles getan, um in diesen Fächern den Unterricht stattfinden zu lassen. Und dann lässt man es eben lieber in anderen Fächern, das ist dann nicht nur Musik, ausfallen, aber es gehört dann eben mit dazu. Und von daher bleibe ich dabei, was ich eingangs gesagt habe, wir brauchen einfach ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein, welche Bedeutung musisch-kreative Fächer haben. Und das ist nicht da. Das ist auch bei den Eltern nicht da. Die wollen sehen, Mathe, Deutsch, Englisch, da müssen gute Noten hin. Ja, und wenn der Musikunterricht mal ausfällt, mein Gott. Ja, das ist die Haltung. Wahrscheinlich ebenso. Außerdem ähnlich. Jetzt gerade in Corona gilt Musik und gelten Sport ja auch als besonders schwierig und als, sagen wir mal, vom Hygienekonzept her sehr schwierig zu gestalten. Herr Schleicher, könnte da denn vielleicht helfen bei diesem Bewusstseinswandel, den wir nicht nur in den politischen Köpfen, sondern offenbar eben auch in den Schulleitungen oder eben auch bei den Eltern erreichen wollen, wenn die OECD sich mal empirisch mit dem Fach Musik beschäftigen würde? Absolut, das ist auch ein Ziel, das wir ganz deutlich gesetzt haben. Wir fangen an übrigens, die nächste PISA-Studie wird kreatives Denken in den Mittelpunkt stellen. Das ist ein Anfang, in diesem Bereich der kreativen Fächer zu gehen. Bei den musischen Fächern, der einzige Hintergrundgrund, den wir zurzeit noch sehen, ist, dass wir unbedingt die Praxis reinnehmen wollen. Also Musik darf sich nie darauf beschränken, im Grunde nur den Theorieteil abzudecken. Das könnte man leicht bei PISA schon heute machen. Sondern wir müssen Wege finden, wie wir auch diese praktische Musikerfahrung irgendwo in die Bewertung einbeziehen können. Und das ist erklärtes Ziel der PISA-Studie. Und ich denke, wir werden den Weg dorthin auch finden. Vielleicht auch durch Unterstützung digitaler Technologien. Da gibt es sehr viele interessante Entwicklungen in dem Bereich. Wann denken Sie denn, könnten Sie mit sowas um die Ecke kommen? Kann ich Ihnen keinen Termin sagen. Wie gesagt, unser erstes Ziel, Nahziel in diesem Bereich ist kreatives Denken und der Test, der wird in der nächsten PISA-Studie mit reinkommen. Und der wird hoffentlich danach aufzeigen, wir hatten ja schon in 2015 mal das Problemlösen im Team. Auch da ging es ja darum, soziale Kompetenz mit zu erfassen. Die Reaktion in Deutschland war oft, oh, interessant, aber das ist eigentlich nicht Aufgabe der Schule oder nicht Aufgabe von unserem Unterrichtsfach. Also ich glaube, wir müssen durch solche Tests dann auch das Bewusstsein stärken. Das sind die Bildungsziele von morgen und alle Fächer müssen sich dahinter stellen. Ich glaube, die Musik ist wirklich gut aufgestellt, weil sie genau die Kompetenzen bedient, die im 21. Jahrhundert wirklich maßgebend sein werden. Das ist natürlich eine Riesenmaßnahme, wenn man über Redesign sozusagen der Grundschulbildung in Deutschland nachdenkt. Herr Beckmann, das wäre ein super dickes Brett. Würden Sie das unterstützen wollen, dass man eigentlich nochmal sagt, wir setzen uns mal zusammen, machen einen runden Tisch und überlegen mal, was eigentlich wirklich wichtig ist und ob Musik eben dazugehört oder dass Musik dazugehört? Ja, natürlich. Also, dass Musik dazu gehört, ist für mich sowieso unstrittig. Ich glaube, das habe ich deutlich gemacht in der jetzigen Diskussion. Und gerade mit Blick auch auf den Ganztag oder den Rechtsanspruch auf Ganztag, der auf uns zukommt, glaube ich, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Bereich deutlicher zu stärken. Was gehört denn dann für Sie beide unbedingt in das Bundesforderungspapier? Also was sind Ihnen wichtige Anliegen? Herr Schleicher, aus meiner Sicht sind die wichtigen Punkte, die wir vorhin angesprochen haben.
Auf der einen Seite, dass wir die Studienkapazitäten ausbauen müssen, dass die Fort- und Weiterbildung qualifiziert erfolgt und als es ein ausreichendes Angebot gibt und dass wir über den Ganztag versuchen, außerschulische Aspekte mit in die Schule hineinzuholen oder Schule und außerschulische Lernorte in diesem Bereich besser zu verzahnen. Herr Schleicher, was gehört für Sie noch unbedingt mit rein? Ja, ich glaube, ich würde wirklich die Inhalte stärker gewichten, dass das wirklich in Bildungszielen klarer zur Geltung kommt, worum es eigentlich geht. Und beim Personal, denke ich, da müssen wir zumindest kurzfristig, mittelfristig sehr kreativ werden. Na, dass diese Fragen lassen sich, wenn man nur auf die bestehenden Mechanismen setzt, dann wird es einfach auch weiterhin viel Unterrichtsausfall geben. Ne? Wir sind darauf angewiesen, wirklich kurz- und mittelfristig wirklich alle Möglichkeiten zu nutzen, viel kreativer zu sein. Also ich würde die Inhalte an die erste Stelle stellen und beim Personal recht flexibel sein und langfristig auf eine gute Ausbildung setzen. Auch da glaube ich, jetzt auf die schnelle Menschen auszubilden, denke ich, da schafft man sich langfristig dann sogar mehr Probleme mit. Es geht wirklich darum, diesen Weg langfristig zu gehen. Ne? Wir haben hier einige Anregungen im Chat und ich will mal vielleicht hier eine Stellungnahme aus Nordrhein-Westfalen mit dazu ziehen. Eine junge Musikpädagogin meldet sich und sie sagt, ich habe mich an mehreren Grundschulen beworben. Mir wurde immer gesagt, dass sie nicht wissen, aus welchen Topf sie mich bezahlen sollen. Herr Beckmann, das kann doch eigentlich auch nicht sein, oder? Oder ist das wahrscheinlich in allen anderen Bundesländern ähnlich, dass wir zwar eigentlich Töpfe haben, aber dann nicht klar ist, wie die Finanzierung laufen kann? Na gut, da müsste ich mal Hintergründe haben, an welcher Schule war das, beziehungsweise hat die Schule ein Ganztagsangebot oder nicht? Wer ist der Träger? Da spielen viele Punkte mit hinein, um das zu klären. Das, was wir auf jeden Fall verhindern müssen, aber das ist nicht nur eine Frage in Bezug auf den Musikunterricht, sondern auf Beschäftigungsverhältnisse im Ganztag überhaupt, dass wir nicht noch mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben, sondern dass es hier gut tariflich bezahlte Arbeitsplätze sind. Ja, die Schüler haben wir jetzt noch überhaupt gar nicht angesprochen. Also die Grundschulkinder, deren Bedeutung und auch die Entwicklungsphase wurde ja schon angerissen. Aber es gibt ja auch viele Schüler, die später sagen, wann sollen wir das denn eigentlich noch alles machen? Also wenn es um mehr Geschichte geht, wenn es um mehr Englisch geht und um mehr in Schule, jetzt um mehr Musik in der Schule, müsste man die Schüler nicht eigentlich auch noch mal stärker mit einbinden? Ja, die Schüler sollen sicherlich zu Wort kommen, wenn wir solche Dinge verabreden. Es ist aber, glaube ich, am wenigsten so, dass wenn wir gute musische Angebote, künstlerische Angebote machen, dass Kinder sich dem gegenüber skeptisch verhalten oder sagen, das schaffe ich nicht auch noch. Ich glaube, das haben wir eher in anderen Bereichen. Also ich sage, ein guter Musikunterricht wird für Kinder immer anregend sein und die werden das in der Grundschule insbesondere immer sehr gerne machen. Das kenne ich gar nicht anders, dass man also gerade sich auf diesen Unterricht freut, der mal anders läuft als in anderen Fächern. Ja, ich bin sicher immer dafür, die Schüler einzubeziehen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, wir dürfen die Frage der Prioritätensetzung nicht auf dem Rücken der Schüler oder sogar der Lehrkräfte austragen. Das ist wirklich eine Frage, was ist uns wichtig, was bekommt welchen Stellenwert in den Bildungsplänen. Das ist eine Frage, mit der sich eine Gesellschaft insgesamt auseinandersetzen muss. Das ist, wenn wir das im Grunde praktisch runterbrechen und es muss wirklich darum gehen, weniger in größerer Tiefe zu unterrichten. Gerade auch in vielen Fächern, da wird so viel Stoff gelernt, der später wieder schnell vergessen wird. Ich denke, wer wie ein Musiker arbeiten kann, wer wie ein Mathematiker denken kann, wie ein Philosoph denken kann, das sind die im Grunde Fragen, die wir uns stellen müssen. Weniger Stoff in größerer Tiefe zu unterrichten, dann kommen auch alle Fächer zum Tragen. Aber wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die muss in den Bildungsplänen getroffen werden. Wenn wir das auf den Schulen, auf dem Rücken der Schulen lassen oder Schülern, dann können wir ganz sicher davon ausgehen, dass die Dinge zu kurz kommen, die später nicht in den Prüfungen entsprechend bewertet werden. Im Chat läuft auch eine Diskussion, die ganz klar sagt, es geht nicht darum, nur zu schauen, was möglicherweise im Ganztag als Zusatz noch gemacht werden kann, um die Situation zu verbessern, sondern es geht eigentlich darum, ganz klar zu sagen,
Das muss ein Hauptfach, ein ständiges Fach werden, ein Pflichtfach. Das ist ja noch mal eine Ecke mehr. Heißt, Herr Beckmann, man muss die Politik wirklich überzeugen, echt an die Sache ranzugehen. Sie haben nun als VBE mit Handlungspapieren auch so Ihre Erfahrungen. Seit vielen Jahren zum Beispiel versuchen Sie, etwas gegen Gewalt, gegen Lehrkräfte zu tun, die Politik da zur Bewegung zu bringen. Was ist denn Ihre Empfehlung jetzt für all die, die sich aufmachen hier mit dem Handlungspapier für mehr Musik in der Grundschule? Ja, also ich habe es ja eingangs gesagt, ich finde es erstmal sehr positiv, dass wir ein solches Zahlenmaterial haben, mit dem sich die Politik auseinandersetzen muss. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, so wie wir das auch machen, dass man alle 2 Jahre oder 3 Jahre wieder nachfasst und neu auflegt, was hat sich inzwischen getan, gibt es Veränderungen in den Situationen, haben sich die Zahlen positiv verändert oder nicht, um hier den Druck zu erhöhen. Man braucht einen langen Atem bei dieser Geschichte. Und wir haben es geschafft bei dem Thema, was Sie angesprochen haben, dass wir es zumindest in die Landesparlamente hineinbekommen haben, dass es dort diskutiert worden ist, dass ein anderes Bewusstsein da ist. Und ich glaube, das kann man auch mit diesen Papieren schaffen und mit diesen Zahlen, die jetzt vorgelegt worden sind. Und der VBE nimmt sich ja auch dieser Zahlen an. Ich habe ja auch sofort in der Presseerklärung reagiert darauf. Und auch wir werden es in unseren Gesprächen zum Thema machen. Gibt es denn, wissen Sie das, in der Kultusministerkonferenz irgendjemand mit musikalisch-musikpädagogischer Expertise, wird hier auch gefragt. Wissen Sie da eine Antwort drauf? Nein, das weiß ich nicht. Also so gut kenne ich den einzelnen Lebenslauf nicht. Werden wir dann sehen, was im nächsten Jahr ist. Ich hatte es erwähnt, Brandenburg, Amelie Ernst wird übernehmen zur nächsten Präsidentschaft. Wäre ja vielleicht ein gutes Oberthema, mal schauen, was da noch möglich ist. Herr Schleicher, nochmal zu den Skills der Zukunft. Sie haben Kreativität vorhin genannt, Erleben von Selbstwirksamkeit. Darauf hatte auch Herr Dräger in seiner Grußbotschaft nochmal hingewiesen. In den letzten Jahren ist ja sehr viel an MINT-Druck in Anführungszeichen in die deutschen Schulen gekommen. Die Eltern wurden davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass diese Fächer unbedingt stattfinden, damit auch die Berufschancen sich verstärken. Sie haben mir, das darf ich vielleicht sagen, in einem Vorgespräch erzählt, dass Sie über die Musik zu einem fleißigen Schüler geworden sind. Erzählen Sie uns diese Geschichte, die macht, finde ich, Hoffnung. Absolut. Wobei ich sagen muss, das war nicht die Schule, sondern das Jugendorchester. Und ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich richtig angestrengt habe, wo ich auch irgendwas versucht habe zu üben. Und hinterher hat mir das Lernen Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, das war ein guter Musiker als Lehrer, aber auch ein ausgezeichneter Pädagoge. Wirklich jemand, der Menschen mitnehmen konnte und begeistern konnte, 3 Stunden an einem Stück zu üben. Und denke ich, das hat mir fürs Leben viel gebracht. Ich war vorher, ehrlich gesagt, kein guter Schüler und bin später ein sehr guter Schüler geworden. Einfach, weil ich begriffen habe, worum es beim Lernen geht, nämlich um Aktivität, das aktive Lernen ist kein passiver Konsum von Lerninhalten, sondern aktive Tätigkeit. Und ich glaube, davon brauchen wir mehr. Da kann die Musik ganz Entscheidendes bieten. Ich glaube auch, wir in der Zukunft müssen wir sehr viel stärker auf soziale, emotionale Kompetenz achten. Kann ich mit anderen Menschen arbeiten, die vielleicht anders denken, anders sind als ich? Und auch das, denke ich, kommt in der Musik sehr zu Geltung. Ich glaube, die große Gefahr ist, dass wir in unseren Bildungseinrichtungen 2-klassige Roboter und nicht ausbilden, ne, die immer Sachen wiedergeben, die wir ihnen vorher erzählen, die aber nicht im Grunde, wir müssen uns fragen, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, was macht uns zum erstklassigen Menschen? Und ich glaube wirklich, die kreativen Fächer spielen hier die entscheidende Rolle. Und das ist nicht ausschließlich Musik, aber ich glaube wirklich, in den Lehrplänen der Zukunft müssen diese Fächer im Zentrum stehen. Dann kann sich eine Schule immer noch Gedanken machen, wenn wir jetzt Kunst machen, wenn wir Musik. Aber ich glaube, dass diese Idee der Kreativität nicht den ersten Stellenwert bekommt, da liegt die Problematik im 21. Jahrhundert, wo es genau die Fähigkeiten sind, die uns von der Technologie unterscheiden. Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Eltern ja zu Hause auch eine Menge noch dazu tun könnten, zum Beispiel, wenn sie eine bestimmte Affinität zu Musik haben, da auch nochmal zu unterstützen, eben auch zu sensibilisieren. Das ist aber ja leider nicht überall gegeben, muss man sagen.
Die Frage ist natürlich auch, was kann jetzt als erstes in Zukunft gemacht werden? Handlungspapiere sind das eine, Forderungspapiere sind das andere. Corona wird uns, so wie es im Moment aussieht, etwas länger beschäftigen. Und Corona hatte die Chance jetzt mitgebracht, deswegen sind wir auch alle jetzt miteinander digital verbunden, digitalen Unterricht möglich zu machen. Ist das, Herr Beckmann, auch eine Chance für das Fach Musik? Also dafür bin ich zu wenig Experte, aber ich bleibe bei dem Spruch zu sagen, es kommt auf den Lehrer an. Also digitale Geräte hin oder her. Der Lehrer ist derjenige, der auch Beziehung herstellen muss oder die Lehrerin. Und dass digitale Geräte sicherlich auch hier unterstützend sein können, vielleicht auch Schüler zusätzlich motivieren, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es hängt eben sehr stark davon ab, dass wir die Person haben, die das auch in den Schulen verinnerlicht und auch deutlich macht und den Kindern die Freude daran vermittelt. Ja, Herr Schleicher, wollen Sie dazu noch was sagen? Herr Schleicher, sind Sie noch da? Scheint nicht mehr da zu sein. Herr Beckmann, ich habe hier noch eine Anregung, die finde ich auch sehr interessant. Stichwort Integration hatten wir vorhin schon angesprochen und auch Zuwanderung. Hier wird vorgeschlagen, auch noch mal stärker zu schauen, wie die Möglichkeiten zum Beispiel bei zugewanderten Musiklehrern sind. Also da auch zu schauen, ob eine nachträgliche Ausbildung oder eben noch eine kurze Fortbildung dazu ermöglichen könnte, eben im Schuldienst in Deutschland aktiv zu werden. Ist das noch eine Option? Ja, natürlich. Das ist ja nicht nur eine Option für den Bereich Musik, sondern ist eine Option, die wir auch grundsätzlich sehen. Und Lehrkräfte, die aus anderen Ländern zugewandert sind, haben ja auch die Möglichkeit zu gucken, dass sie sich das, was sie in den anderen Ländern erworben haben, anerkannt bekommen und dann darüber hinaus vielleicht zusätzliche Qualifikationen erwerben können. Ich glaube, angesichts des großen Lehrermangels, den wir haben, aber nicht nur deswegen, ist es gerade auch interessant, Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, auch gerade in dem Bereich Musik zu bekommen. Ich glaube, das ist ein Gewinn für die Schule insgesamt. Jetzt frage ich noch mal, ob Herr Schleicher noch in der Runde ist. Herr Schleicher, können Sie uns noch hören? Nein, Herr Schleicher ist also nicht mehr dabei. Gut, dann hätte ich noch ganz viele Fragen an Sie, Herr Beckmann. Ne? Wir haben hier nämlich noch das eine oder andere, was von Seiten der Teilnehmer dazu kommt. Da war zum Beispiel auch die Eignungsprüfung für das Lehramt Musik ein Thema. Müsste man da nicht vielleicht auch ein bisschen niedrigschwelliger agieren? Ja, ich glaube, das gilt nicht nur für das Fach Musik, muss ich auch hier sagen. Wir haben andere Fächer, auch zum Beispiel das Mathematik, ist ein solches Fach, wo wir sehen, dass viele scheitern, weil die Anforderungen sehr hoch sind, auf dem gleichen Level sind für jemanden, der Mathematiker werden soll. Also ich glaube, hier muss man in der Lehrerausbildung nochmal genau hingucken, welche Anforderungen man hier stellt an die Studierenden, was wirklich erfüllt werden muss, um, sage ich mal, die notwendige fachliche Grundlage für die Schule zu haben. Und das Übrige ist ja dann, dass der didaktisch-methodische, das pädagogische, was gelernt werden bzw. gelehrt werden muss. Ja, ich glaube, hier gehören einige Fächer auf den Prüfstand, wo man mal genau hinschauen muss, ob das, was zurzeit an Anforderungen besteht, weiterhin so auf dem Level gehalten werden muss. Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass Sie seitens des VBE sich des Themas auch noch mal ein bisschen stärker annehmen werden. Was schwebt Ihnen davor? Na gut, wir haben ja regelmäßig Gespräche auch mit der Kultusministerkonferenz. Sie haben es ja gerade andere Themen angesprochen, mit denen wir auch auf die KMK zugehen oder auf die Bundesbildungsministerin. Ich glaube, dass dies auch ein Thema ist, mit dem wir uns nochmal auseinandersetzen werden, um dann das, was hier auch an Forderungen gestellt wird, aus unserer Sicht nochmal zu unterstützen, mit Blick auf die Diskussionen, die wir geführt haben, die auch die Keynotes gezeigt haben, die anfangs zu hören waren und das, was Professor Schleicher auch eingebracht hat, auch wenn ich nicht bei allen Punkten immer mit ihm auf einem Level einverstanden bin.
Hier kommt noch eine Frage, die ich Ihnen gerne noch weitergeben möchte, weil sie tatsächlich eine ist, die uns alle bewegt. Wie könnte denn eine Strategie aussehen, wird gefragt, Forderungen besser durchzusetzen? Also zum Beispiel Eltern und Schülerinnen auch mit ins Boot zu holen, damit man eben da auch eine Einigkeit erfährt. Weil wir haben ja, das ist ja auch sehr deutlich geworden, auch einen Strauß innerhalb des föderalen Systems. Ja, das ist natürlich eine besondere Schwierigkeit. Wir haben die Bildungshoheit bei den Ländern, das sehen wir ja immer wieder, dass das nicht einfach ist, 16 unter einen Hut zu bringen, weil jeder seine eigenen Vorstellungen hat. Aber Sie haben ja vorhin auch angesprochen, dass man die Schüler mit ins Boot holt, dass man die Eltern mit ins Boot holt. Und wir machen das ja auch, dass wir manchmal schauen, an welchen Punkten ist es vielleicht auch mal klug, dass Eltern und Lehrer und vielleicht die Schüler an einem Strang ziehen. Das war jetzt zuletzt in der Pandemiesituation so, als es um die Abstimmung von Hygienekonzepten ging, dass wir gesagt haben, ja, wir bringen auch unsere Expertise ein und wir haben uns mit dem Bundeselternrat und mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zusammengeschlossen und haben gemeinsam in einem gemeinsamen Forderungskatalog an die Kultusministerkonferenz gerichtet. Und das macht natürlich einen ganz anderen Druck, als wenn das nur vielleicht eine einzelne Organisation macht. Und wenn Eltern und Lehrer an einem Strang ziehen und die Schüler auch noch, dann ist natürlich der Druck auf die Politik deutlich höher. Und das muss man einfach nutzen. Also ich empfehle auch hier auf den Bundeselternrat und die Bundesschülervertretung zuzugehen. Das bedeutet auch, wenn dann vielleicht noch von der OECD etwas dazu käme, hätte man ein sehr breites Bild auf eine Lage, die ja über viele Jahre hinweg, und das muss man ja fairerweise auch sagen, immer wieder schon mal Thema war, aber offenbar wollte man einfach nicht hören. Das kommt ja auch aus anderen Bereichen. Jetzt nochmal zu Corona und zur Akutsituation. Was könnten denn zum Beispiel Schulleitungen tun, um diese Streichkonzerte zu vermeiden? Hallo? Herr Beckmann, sprechen Sie einfach weiter. Ja. Okay, alles gut. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen, weil die Schulleiter jetzt ja vor riesigen Herausforderungen stehen. Sie müssen den Präsenzunterricht gewährleisten. Sie müssen dafür sorgen, dass Kinder, die nach wie vor nicht zur Schule kommen können, versorgt werden. Sie haben alle 3 Tage neues Hygienekonzept umzusetzen. Und ich glaube, dass da im Moment, sage ich mal, der Blick für diese Frage nicht so da ist, sondern die gucken einfach auch, was wir eingangs gesagt haben, mit Blick, was am Ende des Schuljahres abgeprüft wird, beziehungsweise welche Abschlüsse vergeben werden müssen, was da im Fokus steht. Also jetzt das auf den Schulleiter runterzubrechen, ist, glaube ich, schwierig, sondern ich bleibe dabei. Wenn es in der Politik ein anderes Bewusstsein gibt, wenn es in der Gesellschaft ein anderes Bewusstsein gibt dafür, dann hat der Schulleiter auch die Unterstützung und die Freiräume, das entsprechend zu machen. Im Moment steht er unter ganz anderen Zwängen. Und deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass man zum jetzigen Zeitpunkt mit einem solchen Papier auf die Politik zugeht und, sage ich mal, von Seiten der Lehrerorganisation, von Seiten der Eltern und der Schüler sagt, das sind uns wichtige Punkte, die dürfen nicht hinten runterfallen, sondern wir müssen auch mit Blick auf die Zukunft dafür sorgen, dass dies fester Bestandteil in der Schule wird, dass diese Fächer angeboten und von gut ausgebildetem Personal unterrichtet werden. Aber Herr Beckmann, wir kommen so langsam zum Ende. Wir sind uns einig, dass das, was in der Studie steht, der Zustand, dass zum Beispiel fast 9,6% der Kinder in Deutschland überhaupt keinen Musikschulunterricht in der Grundschule haben, dass das kein weiterer Zustand für die Zukunft sein darf. Nein, ich glaube, da sind wir uns völlig einig. Das muss möglichst schnell angegangen werden. Aber wir haben ja vorhin abgeschichtet, dass wir dafür verschiedene Maßnahmen brauchen. Es gibt kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen. Nur man muss sie endlich angehen. Also sind wir in 2 Jahren oder 3 Jahren genauso weit wie jetzt. Dann erinnert mich das so an den Digitalpakt, den wir 2016 angekündigt haben. Und wir haben die Computer und die Laptops immer noch nicht in den Schulen.
Herr Beckmann, dann wünschen wir Ihnen als Vorsitzender des VBE auch für die nächsten Wochen und Monate ein glückliches Händchen, toi toi toi, ein dickes Fell und einen ganz großen, erfolgreichen Bohrer für die dicken Bretter, die Sie weiter bohren möchten. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und viele Grüße nach Berlin.